Wie soll man als Mensch darauf reagieren, wenn die Welt brennt? Wenn unsere vermeintliche Vernunft und Rationalität an der Realität der Welt scheitert, in der wir leben? Wir sind bei weitem nicht die ersten Menschen, die sich diese Frage stellen müssen. Und in den 1940er Jahren gab der Philosoph und Literat Albert Camus eine besonders radikale Antwort. Wie das Absurde zu einem Schlüsselmoment in unserem Umgang mit der Welt werden kann, erfahrt ihr in diesem Video. Camus schreibt sein Buch Der Fremde, das zu einem der meistgedruckten französischen Romane des 20. Jahrhunderts und eines der Hauptwerke des Existenzialismus werden sollte, unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und beendet es kurz, bevor die deutschen Truppen in Paris einmarschieren. Parallel entsteht sein philosophischer Essay Der Mythos des Sisyphos, der die Gedanken, die hinter den Zeilen von Der Fremde wirken, theoretisch ausführt. Jean-Paul Sartre, in vielem übrigens ein scharfer Kritiker von Camus, beschreibt dessen Denken wie folgt. Die Philosophie Camus ist eine Philosophie des Absurden, und das Absurde entsteht für ihn aus dem Bezug des Menschen zur Welt, aus dem Bezug zwischen den auf die Vernunft gegründeten Forderungen des Menschen und der Unvernunft der Welt. Die Themen, die er aus dieser Konstellation ableitet, sind die des klassischen Pessimismus. In Der Fremde erzählt Camus die Geschichte von Arthur Merceau, der im unter der Kolonialherrschaft Frankreichs stehenden Algerien der 1930er Jahre lebt. Der Roman beginnt mit dem Tod der Mutter des Protagonisten, ein Ereignis, das, so scheint es zumindest zunächst, einen nur sehr begrenzten Einfluss auf das Leben von Merceau und auf die Geschichte an sich hat. Auf Seite 40 des Romans könnte man schon fast vergessen haben, dass die Geschichte diesen Anfang genommen hat. Grund dafür ist der relativ ungerührte Umgang Merceaus mit dem Tod seiner Mutter, der schon in den ersten Absätzen in Überlegungen wie diesen deutlich wird. Das Altersheim liegt in Marengot, 40 Kilometer von Agier entfernt. Ich nehme den 2 Uhr Omnibus und komme am Nachmittag an. So kann ich alles erledigen und morgen Abend bin ich wieder zurück. Der Protagonist erzählt nicht von seinen Gefühlen gegenüber seiner verstorbenen Mutter, nicht von ihr als Person. Er spricht davon, wie er die Beerdigung und was dazugehört erledigen kann, um zu seinem gewohnten Leben zurückzukehren. Der erste Teil des Romans endet mit den Worten: Ich habe gedacht, dass immerhin ein Sonntag herum wäre, dass Mama jetzt beerdigt war, dass ich wieder zur Arbeit gehen würde und dass sich eigentlich nichts geändert hatte. Schon auf den ersten Seiten erleben wir die Welt des Protagonisten also als komplett solipsistisch, also auf ihn selbst fokussiert und gegenüber anderen verschlossen. Das eigene Innenleben und Wohlbefinden steht absolut unangefochten im Mittelpunkt. Merceau scheint vielmehr an den physischen Aspekten seiner selbst und der Welt um ihn herum interessiert zu sein, als an emotionalen und sozialen Elementen. Er lebt sein Leben unabhängig von Umständen und Gefühlen anderer so, wie es ihm angenehm ist und schenkt dem alltäglichen Schaffen kaum Beachtung. Abends hat Marie mich abgeholt und hat mich gefragt, ob ich sie heiraten wollte. Ich habe gesagt, das wäre mir egal und wir könnten es tun, wenn sie es wollte. In anderen Romanen würde Merceau vermutlich als bewusst unsympathische Figur, wenn nicht sogar als Antagonist auftreten, aber bei Camus repräsentiert er die einzig mögliche Art, in dieser Welt zu leben. Das eigene Leben zu leben, jenseits von arbiträren Konventionen und Erwartungen. Im Mythos des Sisyphos präsentiert Camus 4 Hauptargumente für die Sinnlosigkeit der Welt. Erstens interagieren zwar viele Teile und Aspekte, aus denen die Welt besteht, miteinander, es gibt aber keine absolute Wahrheit oder objektive Realität, die das Gesamte erklären und definieren kann. Denn jede Erklärung oder Interpretation der Welt ist subjektiv und von uns selbst geschaffen. Zweitens gibt es keine göttliche Ordnung. Die Vorstellung von dieser, von einem göttlichen Plan, ist eine vereinige, beruhigende Illusion, aber mehr auch nicht. Drittens ist die menschliche Existenz endlich und wenn wir um unseren Tod wissen und wissen, dass es keinen unendlichen Fortbestand gibt, kann es auch keinen erreichbaren, absoluten Sinn oder Zweck des Daseins geben. Viertens ist die Welt von Natur aus chaotisch und unberechenbar. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass unsere Pläne und Bemühungen Erfolg haben werden. Und es ist dementsprechend eine Illusion, dass wir unser Leben überhaupt bewusst lenken können. Nach Camus ist es ein wichtiger Schritt, diese Sinnlosigkeit der Welt und des Alltäglichen zu begreifen und sich nicht aufzuopfern in der Hoffnung auf ein anderes, sinnerfülltes Leben, das irgendwie zu erreichen ist. Denn Hoffnung ist für Camus nichts weiter als eine Flucht vor der Erkenntnis der Absurdität. Das tödliche Ausweichen, das dritte Thema dieses Essays, das ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf ein anderes Leben, das man sich verdienen muss. Oder die Betrügerei jener, die nicht für das Leben selbst leben, sondern für irgendeine große Idee, die das Leben überschreitet, es sublimiert, ihm einen Sinn gibt und es verrät. Gleichzeitig fordert die Welt vom Protagonisten in Der Fremde ein völlig anderes Verhalten, eines, das an gesellschaftlichen Konventionen ausgerichtet ist. Dass er um seine Mutter trauert, dass er seine Freundin liebt, dass er sich von zwielichtigen Gestalten fernhält,
Wenn diese Forderungen auftauchen, wirkt Massot davon beinahe irritiert. Dass Massot nicht bereit und vielleicht auch nicht fähig ist, sich diesen Konventionen anzupassen, bringt ihm im Laufe des Romans vor Gericht und wird ihm dort zum Verhängnis. Denn durch eine ganze Reihe von Umständen, denen sich der Protagonist durch seine ihm eigene Art einfach hingibt, begeht er irgendwann einen Mord. Was ihn zu diesem Punkt führt, ist zum Beispiel, dass er zulässt, dass eine Freundschaft zwischen ihm und einem Zuhälter entsteht. Ich sage bewusst zulässt, denn Massot sucht die Freundschaft nicht aktiv. Er lässt sie nur einfach zu und, ganz in dem Sinne, dass wir sowieso keine Kontrolle haben, wehrt sich nicht gegen diese, wie man es eben im Sinne gesellschaftlicher Konventionen tun würde, da ein Zuhälter nach diesen natürlich zu verurteilen ist. Ich habe zuerst nicht bemerkt, dass er mich duzte. Erst als er mir erklärt hat, jetzt bist du ein richtiger Kumpel, ist es mir aufgefallen. Er hat seinen Satz wiederholt und ich habe ja gesagt. Mir war es egal, sein Kumpel zu sein und er sah wirklich so aus, als wäre er erpicht darauf. Vor Gericht erleben wir, wie Massot nicht verurteilt wird, weil er einen Menschen umgebracht hat, sondern viel eher, und hier schließt sich der Kreis zum Anfang des Romans, weil er nicht in einer gesellschaftlich akzeptablen Art und Weise mit dem Tod seiner Mutter umgegangen ist, womit die Absurdität der gesellschaftlichen Konventionen betont wird. Meine Herren Geschworenen, einen Tag nach dem Tod seiner Mutter ging dieser Mann zum Baden, begann ein ungehöriges Verhältnis und ging ins Kino, um über einen komischen Film zu lachen. Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen. Gegen Ende der Erzählung befinden wir uns mit dem zum Tode verurteilten Massot in seiner Zelle und können miterleben, wie er, für ihn natürlich zu spät, zu einer entscheidenden Erkenntnis kommt. Und auch ich fühlte mich bereit, alles noch einmal zu leben. Als hätte diese große Wut mich vom Bösen geläutert, von Hoffnung entleert, öffnete ich mich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt. Als ich spürte, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich letzten Endes, habe ich gefühlt, dass ich glücklich gewesen war und dass ich es noch war. Der Protagonist versteht für sich, dass er, wenn er die Absurdität des Lebens voll und ganz verinnerlicht und anerkennt, ein freies, glückliches Leben leben kann. Und dass er solch ein Leben sogar geführt hat, womit sogar die finale Erkenntnis des Romans einer gewissen Sinnlosigkeit unterworfen ist. Am Ende erreicht Massot die Lösung des Dilemmas der Absurdität des Lebens, die Camus beschreibt. Im Mythos des Sisyphos fordert er von uns zwar, dass wir uns bewusst werden, dass das Leben sinnlos ist. Er meint aber nicht, dass wir daran verzweifeln sollten. Stattdessen können wir uns dennoch entscheiden, auf unsere eigene Weise zu leben und uns von gesellschaftlichen Konventionen zu lösen und unsere Freiheit auszuüben. Die Erkenntnis über die Absurdität des Daseins wird hier zum einzig möglichen Schlüssel für unsere Befreiung. Und so endet auch der Mythos des Sisyphos in Bezug auf die Erzählung der griechischen Mythologie, in der Sisyphos in der Unterwelt auf ewig einen Felsblock, einen Berg hinaufrollen muss, der kurz vor der Spitze immer wieder herunterrollt, ein Sinnbild der Bedeutungslosigkeit, mit den Worten: Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.